Hey. Hallo. Ich bin Mika, ich bin 22 Jahre alt, ich studiere in Berlin Politikwissenschaft. Hey, ich bin Mala, ich bin 19 Jahre alt, ich studiere VWL. Also ich komme aus einem nicht akademischen Haushalt, meine Mama ist Physiotherapeutin und mein Papa ist Taxifahrer. Bei mir war Studieren eigentlich schon immer angesagt in der Familie. Beziehe BAföG, sehr hohen Satz, arbeite nebenbei. Und ich werde auch finanziell unterstützt von meinen Eltern, um quasi studieren zu können, ohne den Job nebenbei zu haben. Ich glaube schon, in der Grundschule entscheidet sich halt wirklich, und das muss man so hart sagen, wer macht ein Abitur, wer macht kein Abitur, wer geht aufs Gymnasium, wer geht nicht aufs Gymnasium. Weil ich glaube einfach so viel, vor allem am Anfang, ist so unfassbar abhängig von deinem Elternhaus. Und das muss man einfach so hart sagen. Weil, also welcher Sechsjährige kommt nach Hause und sagt, Mama, ich habe richtig Bock, Lesen zu üben. Also es passiert einfach nicht. Ja. Und da braucht man halt diesen Background von den Eltern, die sagen, du machst es jetzt. Wenn das halt auch manchmal ist, dass man dann heulend am Tisch sitzt und die Hausaufgaben machen muss. Das gehört halt dazu. Voll, also es sollte halt einfach systematisch Lösungen auf soziale Ungerechtigkeiten gefunden werden, weil sie eben immer individuell abgeschoben werden und eben ins Private abgeschoben werden und ins Elternhaus oder in genau, dein Problem. Ja, genau. Bei mir habe ich halt auch einfach meine Eltern und meine Onkels oder auch Oma und Opa, die halt helfen. Und dementsprechend denke ich, dass ich da halt einfach schon definitiv einen Vorteil habe, auch im Studium. Also ich würde schon sagen, es gab eigentlich immer diese Ansicht, mach erstmal eine Ausbildung für zwischendurch, aber nicht als Ende der Berufsleiter quasi. Ja. Und auch jetzt, also für mich war ja, wie gesagt, ich kann es nicht sagen, VWL, ich wusste nicht, dass ich es geil finde und jetzt passt es halt. Aber ich würde schon sagen, grundsätzlich, also meine Familie würde mich immer unterstützen, aber man hat ja trotzdem Erwartungen, die wären schon Richtung Studium gegangen, würde ich behaupten. Also ich glaube, von meinen Eltern oder von der Familie kam eigentlich nicht die Erwartung, dass ich studieren soll, weil das auch, also jetzt auch in der erweiterten Familie, bin halt ich mit meinen Cousins und Cousinen und so, sind wir halt die Ersten, die überhaupt studieren. Deswegen, ich glaube, und da studieren jetzt auch viele, aber auch nicht alle. Und ich glaube, das war dann so ein bisschen so der Aufbruch, also ja, quasi genau, dieses so. Wechseln zu. Aber eher so wir untereinander, da haben dann halt viele das gemacht und nicht irgendwie, es wurde von oben oder von davor, von den Generationen immer vorausgesetzt. Ich glaube, in meinem Selbstbild war das halt auch eher so, dass ich mich im Studium gesehen habe und nicht in der Ausbildung langfristig. Also, wie ich gesagt habe, eher so die Ausbildung als Step zum Studium und nicht als Ende quasi von Berufsausbildung allgemein. Ich habe schon das Gefühl, dass sie da sehr gut einfach auch reinpasst und auch einfach die Ressourcen dafür hat, das genau auch so auszuleben, wie es auch von der Uni vielleicht vorgesehen wird. Also meine Mama ist Physiotherapeutin. Und mein Dad ist Taxifahrer und da sind nicht so die Bereiche abgedeckt, die man in der Schule oder im Studium lernt, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich weiß noch, in der 4. Klasse hat meine Mom immer meine Kunstbilder gemalt. Und sie hat auch echt schlecht gemalt. Also sie war nicht mal gut, aber manchmal, wenn es gar nicht mehr ging, dann hat sie das gemacht. aber es war jetzt schon keine... Also sie waren einfach nicht so meine Ansprechperson. Bei mir war das aber, wie ich schon davor gesagt habe, also mein Papa eigentlich immer, wir haben auch immer vor Physikklausuren, saßen wir immer zusammen die ganze Nacht und haben das alles zusammen uns angeguckt und ist auch manchmal mit Tränen verbunden, aber wir haben es geschafft. Vor Euphorie. Ja genau, Euphorie, genau, natürlich. Mhm. Also jetzt im Studium würde ich sagen, mache ich eigentlich das meiste so alleine, also ich habe ja auch selbst den Antrieb dazu. Und da ist halt auch dann wenig, wo sie mir wirklich noch weiterhelfen können. Halt mal in Mathe oder dass ich mal was erkläre und die hören halt gerne zu. Das ist halt immer cool irgendwie. Aber also was für mich, glaube ich, eher so jetzt gerade auch wichtig ist, also mein Onkel, der macht auch sowas in die Richtung, dass ich mir später vorstellen könnte. Mhm. Da kriege ich halt immer Feedback und ich kriege da Buchempfehlungen und Podcasts und das lese ich dann auch alles. Jetzt zum Beispiel meine Hausarbeit hat er auch bekommen, hat drüber gelesen, machen meine Eltern aber halt auch, damit ich halt nochmal so Feedback dafür bekomme, was da jetzt drin steht, ob das okay ist. Also ich kann nicht meinen Onkel anrufen, wenn ich irgendeine Frage zu einer Klausur habe. Und ich habe meinen Eltern schon meine Hausarbeiten geschickt, aber so einfach nur, damit sie irgendwie mitlesen, was so bei mir abgeht und nicht, weil ich irgendwie deren Expertise darüber nochmal so einfordere. Aber ich habe auch ultra lang gelohnt gearbeitet, einfach an der Kasse so. Und das ist schon crazy, vor allem da, wenn man dann halt auch so eine Frühschicht hat und dann um 4 Uhr morgens aufsteht.
an so einem Samstag und irgendwie die ganze Woche in der Uni war oder dann direkt von der Uni halt irgendwie zur Arbeit geht und dann eben, also in meinem Studium zumindest, ist es halt super vor- und nachbereitungsintensiv, was so Lesen angeht und sowas alles. Klar ist dann die Frage, wann bleibt dafür Zeit, vor allem wenn man eben auch noch irgendwie sozial Friends sehen möchte und auch noch politische Arbeit machen will und solche Sachen. Ich glaube, da merkt man es schon, halt so die zeitliche Kapazität, die dadurch eingeschränkt wird durch solche Sachen. Bei mir ist es so, also ich kriege von meinen Eltern pro Monat 550 Euro und ich zahle auch nur 200 Euro quasi für meine Wohnung. Wow. Also nicht Wohnung, sondern so ein Zimmer. Es ist auch wieder, das ist eine ehemalige Kollegin meiner Mutter und dadurch ist das halt zustande gekommen. Es ist halt, also ich bin auch super dankbar. Also ich bin wirklich an der Stelle nochmal. Genau, Grüße gehen raus. Finanziell ist halt krass, so wenig zu bezahlen, die Wohnung über Eltern zu kennen, ist halt auch wieder soziale Frage, wer kennt wen und Beziehungen und so. Meine Eltern haben mir jetzt nicht meine Wohnung geklärt. Und natürlich, ja, ich bezahle halt alles allein. Ich glaube, sie hat halt insgesamt dadurch, dass man halt zwangsweise einen Job haben muss neben dem Studium, das macht halt auch solche Ideen wie Regelstudienzeit, an das ja auch BAföG quasi gekoppelt ist, viel schwerer. Auch die Kopfschmerzen, die man halt hat, wenn man jedes Semester wieder sich um BAföG kümmern muss, sind halt alles Kopfschmerzen, die ich nicht habe. Ich habe also Hausarbeit ist was mich nervt, aber sie nerven halt auch noch fünf andere Dinge. Ja, ich fand es einfach super nett und auch total interessant, auch mal so offen darüber zu reden, weil ja natürlich, man tauscht sich aus, auch unter Studis, aber man tendiert ja auch immer dazu, in der eigenen Blase zu bleiben. Und ich glaube, es war einfach nochmal ganz angenehm oder auch sehr wichtig für mich zu hören, was für Probleme sie halt so hat im Alltag, weil mir manche Sachen davon einfach gar nicht so bewusst gewesen sind. Und ich glaube, das hilft mir vielleicht auch in Zukunft, so mit zum Beispiel anderen Studierenden umzugehen. Ich glaube, es ist nur richtig wichtig, über sowas zu sprechen und eben so dezidiert so auch festzustellen, wo Menschen an unterschiedlichen Punkten halt starten. Und das wird in jeder Situation unseres Lebens so sein. Und ich glaube, das ist voll wichtig, weil ich glaube, erst dann kann man wirklich systematisch auch angreifen, wo braucht es noch Hilfe und wo braucht es irgendwie mehr Unterstützung, als vielleicht an anderen Punkten, wo gerade massig Geld investiert wird, was vielleicht gar nicht so nötig wäre.